Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Ich trinke noch mal eben schnell was, esse mein Hai auf, weil ich bin immer noch sehr hungrig. Und in den Kommentaren kamen in den letzten Tagen auch öfter. Ach, der war nicht gekocht, ne? Ich Idiot. Alles klar. Jetzt nehme ich meine Vitamine. Nee. Kann ich nicht nehmen. Na gut, da stand ja auch nicht so viel ill. Dann muss ich doch das gekochte Hai. In den Kommentaren stand jetzt doch öfter mal, well, schlaf doch mal, dann wirst du auch wieder gesund. Nee, wenn ihr mal guckt, da unten drei Balken, das sind genauso viele wie in dem Augenblick, als ich mich schlafen gelegt habe. Also, wenn ihr da Infos habt, schreibt mir ruhig was. Aber ich meine, ich hätte jetzt ja sowieso geschlafen, es ist von daher egal, aber es steht, wenn dann jemand schreibt, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie, es geht mir jetzt auch nicht um genau das oder um die Person oder sowas, nicht, dass ihr das falsch versteht, aber wenn jemand schreibt, mach mal den Ton wieder leiser. Options, Audio. So. Also, ist ja die Frage, ne? Ob das nur eine Vermutung ist, dass das funktioniert. Von der Insel. Auf der Insel war ich drauf. Und irgendwo zwischen diesen beiden Inseln ist irgendwo, sind da noch ganz viele Wracks. Das müssen wir mal gucken, ob wir die wiederfinden. ja, das kann ja eine Vermutung sein, aber manchmal ist das halt so geschrieben, als wäre das so. Und also ich probiere auch gerne Sachen aus, ne? Wenn ihr schreibt, Mensch, versucht doch mal, ob das und das geht. Ich mache das dann auch. Nur ich mache mir dann halt auch nicht so große Hoffnung. Ne? Wenn man denkt von wegen, jo, cool, ne? Haben sie ausprobiert, toller Hinweis, machst du. Und dann an der Stelle ist es jetzt echt nicht wild, weil ich verstehe zwar nicht, warum mein Leben nicht hochgeht. Da ist ein Hai rechts. Ich hoffe, lässt mich in Ruhe. Ich frage mich immer noch, ob ich in diesen hellen Stellen, man findet hier mal so helle Stellen im Wasser. Es hat eben einmal so geruckelt. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Hai hinter mir ist. Es müsste doch das Wasser doch flacher sein an diesen hellen Stellen. Ich glaube ja, das wird schwierig werden, die Wracks wieder zu finden. Nee, das war eine Flosse, ne, im Wasser. Wow, schwierig. Wie will man sich denn da darauf einstellen? Wenn das nicht mal zwei sind. Ich habe hier eben so ein lautes Wassergeräusch gehabt. Was ich gerade total auffällig finde, dass da vorne überhaupt gar keine Insel mehr aufpoppt. Da sind welche. Da sind welche. Hier ist nix. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich werde mich noch ärgern, dass ich die Jerry-Can nicht mitgenommen habe.
Hier ist doch ein Wrack. Ach, hier ist die Stelle mit den 3-4 Wracks. Genau. Dann nehmen wir erstmal das da. Alles klar. Motor mal ausstellen. Ja, hier 1, 2 und das Ziel ist das dritte. Und ich glaube, das ist unsere... Das könnte unsere Insel sein. Südost, okay. So, dann gehen wir da dann mal runter. Haie sind hier gerade auch nicht. Eigentlich ganz gute Bedingungen, glaube ich. Wow, wie steht das denn? Okay, so, deshalb habe ich nur... Oh, Sauerstoff wurde aber schnell knapp. Das finde ich wieder cool. Jetzt tauche ich schon so tief. Das ist ja doch durchaus anstrengend, was da... Krass. Kann es sein, dass ich da Sauerstoff schneller verbraucht, wenn ich so tief runter muss? Als wenn ich hier so an der Oberfläche tauche? Ja, ne? Das sieht so aus, oder? Tief runter ist schwierig. Ich kann oben viel länger im Wasser bleiben. Junge, du brauchst Druckausgleich. Das ist dein Problem. Eine Flare-Gun. Kann ich hier atmen? Nee, ich glaube nicht. Das ist nur ein optisches Spielchen. Ja, schade. Guck mal, in Subnautic haben sie an sowas gedacht. Aber gut, wo soll hier auch Luft herkommen, ne? Noch eine Engine. Ein Feuerzeug. Toolbox. Duct Tape. Jetzt habe ich es eilig. Die Flare-Gun, die probieren wir gleich mal aus. Die möchte ich, oder nächste Folge oder so. Also wie sich es halt ergibt jetzt gleich mal so. Hier war doch ein zweites Wrack unten dran. Oh, jetzt aber am Heulen gerade, ne? So ein bisschen. Wo war denn hier? War ein Wrack. Das sieht schwierig aus mit dem Berg drin. Ich mach mal meine Taschenlampe an. Vielleicht bringt mir die ja was. Okay, das sieht wirklich schwierig aus, aber da gehen wir rein. Ach, ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Folge ich den Screenshot von Wolli bringen soll. Ey. Ich habe gerade Sorgen, ne? Ich weiß. Ein Hammer und noch ein Kompass. Ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus, glaube ich. Na, noch geht's. Noch geht das alles. Boah, das ist schwierig. Das hängt ja echt auf 7:30, das Ding hier. Das ist ja total in den... Moment. Normalerweise sind doch hier immer... Ah, Antibiotika. Jo, da war ich am Ertrinken. Wow, da war ich doch weiter weg von dem Boot, als ich dachte. Okay, so, Moment, wo sind die anderen? Da. Ach, das ist das zweite. Alles klar. Hi. Verpiss dich. Geh mir nicht auf den Sack. Du bist auch gar nicht an mir interessiert. Du bist nicht an mir interessiert. Das sind nicht die Druiden, die sie suchen. Hallo? Weg da. Täusche ich mich oder sind das zwei?
Was macht das Antibiotikum? Ach, gegen Vergiftung. Uah, was mache ich denn? Ich habe hier so eine weite Reise gemacht. Okay, ich sehe, da vorne ist auch noch ein Wrack. Dann paddeln wir da doch einfach mal hin. Wow, 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 wow. Der Hai ist immer noch an mir dran. Okay, pass auf, dann. Jetzt reicht's aber hier. Ich würde sagen, Hai, du ziehst hier jetzt die Arschkarte. Wo auch immer du bist nicht mehr lange da. So, danke schön. Jetzt ist auch Ruhe im Kasten hier. Ich lass mir doch die Folge von dir nicht versauen. Sonst ist keiner hier oder will noch jemand? Nee. Ja, dann haben die Nase voll. Ach, das ist doch wieder so ein... Oh nee, ist wirklich eine Kiste. Aha, meine Axt, okay. Nicht spektakulär, aber okay. So, dann will ich jetzt mal zu dem Wrack zurück, das mir der Hai eben verweigert hat. Wo war das denn? Ein bisschen diesiger wird's gerade. Da vorne, da ist doch was. Genau, da war das. Ja, irgendwie klappt das anscheinend nicht immer mit dem Escape. Das Gefühl, das Wetter wird langsam schlechter. So, hier müsste das gewesen sein. Nein, 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 nicht so weit. Ach, okay, das ist auch nur diese eine Kiste hier. Noch ein Kompass. Ach, den nehmen wir jetzt aber einfach mal mit. Ja, also es ist wirklich so, je tiefer man taucht, desto mehr Sauerstoff kostet das Ganze. Gut zu wissen. So, wo wollen wir denn mal hin? Ich finde es ja interessant, dass da vorne keine Insel mehr auftauchen. Ei, ich habe jetzt irgendwie Hunger bekommen. Moment, wir müssten nach Südost. Das dachte ich mir, wäre meine Insel. Auf der war ich schon. Ich würde ja ganz gerne mal echt nochmal einfach ein bisschen in die Richtung schippern. Nur mal um zu gucken, was passiert. Ob da nochmal irgendwas kommt oder nicht. Da müsste ja irgendwann mal was im Horizont auftauchen. Und vielleicht kommt da ja auch nichts mehr. Aber ich denke mir, wenn ich aus diesem Quadranten raus bin, dann werden da neue Inseln geladen. Könnte ich mir vorstellen. Na, es wird auch bald dunkel. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt... ich riskiere das einfach mal. Ich riskiere aber auch, dass mir gleich der Sprit ausgeht und dann... springe ich hier, mache ich einen großen... Das Problem ist, ihr fahrt ja das Boot mit W und ja ASD. Und in dem Augenblick, wo der Sprit ausgeht, fangt ihr an, mit einem Affenzahn auf dem Floß nach vorne zu laufen. Ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert. Ja, man landet im Wasser, genau. Guck mal, nichts, nicht eine Insel hier. Das finde ich schwierig gerade. Sonst würde ich auf die wollen. Die ist Osten, mehr Ost, okay. Ich denke mir einfach mal, lange wird mein Sprit nicht reichen. Hm.
Na, wo ist er hin? Mir gefällt das nicht, wenn hier keine Insel auftaucht. Da ist er. Komisch, wann kommt denn hier mal was? Oder muss ich erst speichern? Ach was, da ist einer. Ist ein Hai immer noch hinter mir? Nee, ne? Dann peilen wir doch mal die Insel da an. Ich weiß, mittlerweile bin ich wirklich weit weg. Weit weg von mir zu Hause. Das nehme ich auf meine Kappe, sonst ruder ich halt mal irgendwie eine ganze Folge. Keine Angst, das nehme ich nicht auf. Dann ruder ich einfach mal. Oder mal gucken, vielleicht fällt mir auch irgendwie ein schönes Thema ein, über das ich dann einzeln für mich philosophieren kann. Und dann kann man natürlich auch mal eine Ruderfolge machen. Ich bin gespannt, was da drüben ist. Es wird auf alle Fälle jetzt gleich dunkel. Und jetzt sollte ich auch möglichst schnell da drüben ankommen, weil sonst... Oh Mann. Das ist jetzt nicht gut. Ich könnte auch verhungern. Die Frage ist, wie schnell geht der Balken runter? Ich muss zum Glück gerade keine anstrengenden Arbeiten verrichten. Nee, von der Insel lasse ich mich jetzt nicht ablenken. Ich gehe da Richtung Nord. Ist mir egal, ob die näher aussieht. Die sieht auch nur so aus. Die ist gar nicht näher. Und die da hinten, die finde ich lustig. Aber man kann ja teilweise weit gucken. Ich werde richtig nervös, wenn das Ding auf einen Balken runtergeht. Dann werde ich nervös. Da, guck mal, man kann damit winken. Schnapp, schnapp, was steht denn da drauf? Kann mal jemand ein Standbild machen und mir sagen, was da drauf steht? Oh, jetzt ist aber dunkel. Ja, er hustet auch wieder. Aha, da ist ein Wrack. Da ist auch nochmal ein Wrack. Und ich bin auch gleich ein Wrack. Da sind noch zwei, drei. Ich finde es interessant, dass man das im Dunkeln so wahnsinnig gut sehen kann. Und sonst nicht. Oh, ist die weit weg. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Stück. Da vor der Insel ist auch noch mal eins. Wisst ihr was? Ich fahre jetzt mal so einen kleinen Bogen, dass man weiß, dass man, wenn man in die Richtung fährt, dass man dann auf alle Fälle so eine Wracklinie hat. Das müsste ich doch tagsüber erkennen können. Da kannst du dich von einer Stelle zur anderen hangeln. Das sollte gehen. Ich fahre da jetzt mal direkt drauf zu. Und muss dringend sehen, dass ich eine Kokosnuss zwischen die Rippen bekomme. Weil sonst wird es hier doch noch eng für mich. Ja, sterben muss jetzt nicht sein. Das wäre jetzt echt unnötig an der Stelle. Jo, und aber ansonsten muss ich mich wohl auf eine Rückrudertour mal einstellen, weil so viel Benzin kann da jetzt nicht mehr drin sein. Oh, tut das gut, das Geräusch vom Ohr loszusein. Ihr hört ja vielleicht über, also die meisten wahrscheinlich über Boxen, aber ich hab's ja auf Kopfhörer. Was ist das da?
Ach cool, ein FedEx-Paket. Nee, ein Quatsch, ein DeadEx-Paket. Oh, das hat sich ja gelohnt. Das hat sich. Oh Mann, mir gehen die Screenshots aus. Ey. Mir gehen die Folgen aus. Ich habe zu viele Screenshots für zu wenig Folgen. Das ist mein Problem. Und? Flashlight. Okay. Ich brauche noch dringend was zu essen. Das ist schön. Das ist so eine coole Anfängerpalme. Da komme sogar ich mit klar. So, und dann können wir auch mal in einer. Hatte ich jetzt. Moment, ich muss. Das mache ich noch. Eigentlich wollte ich die Folge jetzt beenden. Geh mir nicht auf den Senkel hier. Komm, 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 komm. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ja, jetzt fängt meine Uhr an zu piepen. Alles klar, kommt genau rechtzeitig. Da brauche ich wahrscheinlich noch ein paar mehr. Das sind jetzt vielleicht 3 HP-Balken oder so, denke ich mir. 3 Hungerbalken, ja, voll ist es noch nicht wieder. So, ich möchte mal die Flare-Gun ausprobieren, wenn wir schon mal hier sind. Mal gucken, wie das aussieht. Geil. Cool. Schick. So muss das aussehen. Geil, rotes Licht. Nett. Kann man die zweimal abschießen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, doch. Ah, jetzt ist sie alle. Jetzt hat sie keine mehr. 2 Schuss sind da drin. Ja, das hat sich doch mal gelohnt, finde ich. Okay. Ja, jetzt ist sie aufgebraucht. Okay, so, jetzt haben wir doch endlich auch mal die Flare-Gun gesehen. Ach, die hat keine Haltbarkeit, ne? Ja, dann weg damit. Fertig. So, okay. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich. Tschüss.